Hallo, mein Name ist Madeleine. Ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus Nürnberg. Ich bin Medienfachfrau und habe mich vor 3 Jahren entschieden, aus meinem konventionellen Beruf auszusteigen, da ich immer mehr verfolgen konnte, dass in den Medien gezielt Lücken platziert werden. Wir haben heute das Thema Rammstein hier. Dazu müsst ihr wissen, warum die US-Regierung, und es geht hier wirklich nur um die Regierung, die Menschen in den USA haben seit letztem Jahr den Status einer dritten Welt in Bildung und Gesundheit. Das ist ganz wichtig, dass ich das sage. Ja. Also die US-Regierung, warum die im Nahen Osten destabilisiert. Und dazu müsst ihr wissen, dass der US-Dollar keinen Gegenwert in Silber oder Gold hat. Der US-Dollar basiert auf Erdöl. Ja. Und Waffen. Und auf Waffen, richtig. Ohne Waffen und ohne Krieg wären die USA, könnten die sich gar nicht mehr halten. Richtig. Ja. Krieg ist ein Geschäftsmodell. Krieg ist ein Geschäftsmodell, richtig. Aus diesem Geschäftsmodell müssen wir aussteigen, weil es keine Alternative darstellt. Die einzige Alternative zu Frieden ist Krieg und wir befinden uns mitten im Krieg. Mittendrin, statt nur dabei. Genau, statt nur dabei. Wir sind auch dabei, denn von unseren Steuergeldern werden diese Kriege mitfinanziert. Ihr müsst dazu wissen, dass die CIA bereits, also spätestens in Afghanistan, bereits die Taliban unterstützt hat, die Al-Qaida unterstützt hat und jetzt auch den IS unterstützt und systematisch platziert hat, weil die US, das US-Militär gar keinen Krieg alleine führen kann. Ja, macht nichts. Ich sitze auf Kreide, höre ich gerade, ich weiß es ja. Diese Kriege sind absichtlich eingeführt worden, damit sich die Menschen gegenseitig bekämpfen und diese Länder destabilisiert werden. Es gibt dort einen Plan, der wurde schon kurz nach 2001 relativ bekannt. Den meisten Menschen sagt er inzwischen was, und zwar ist das ein Plan, 7 Länder in 5 Jahren zu stürzen. Und das einzige Land, was jetzt noch fehlt, ist der Iran. Die CIA hat bereits als OSS, das war der Vorgänger der CIA, im Zweiten Weltkrieg den Widerstand verraten, den friedlichen. Ein sogenannter Alan Dulles, der später, also der war im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, in Bern stationiert und hat den Widerstand verraten, hat dafür gesorgt, dass Flüchtlingsschiffe vor der US-Grenze damals von Roosevelt zurückgeschickt worden und diese ganzen Menschen in den Tod gejagt worden sind. Dieser Alan Dulles war später Chef der CIA. Die CIA stellt die Schattenregierung der USA dar. Liebe Frauen, schaut hin. Die Männer brauchen uns jetzt. Ich sage das immer wieder. Ja. Mein Bruder selbst ist Bundeswehrsoldat. Ich habe mit vielen Bundeswehrsoldaten zu tun, die ausgestiegen sind, die nicht mehr morden können, die keine Lust mehr haben, über den Drohnenstützpunkt Rammstein es den USA bzw. der US-Regierung zu ermöglichen, Kinder, Frauen und Familien im Nahen Osten kaltblütig zu ermorden. Glaubt an eure Männer, dass es eine friedliche Lösung gibt und unterstützt eure Männer jetzt. Liebe Männer, liebe Väter, denkt an die Kinder im Nahen Osten, im Jemen, aber denkt auch an die Kinder in der Ukraine. Im Donbass. Und schaut doch bitte hin, wenn bei uns oben in Bremen, am Bremer Hafen, Panzer angeliefert werden, die in Estland, Litauen, Polen, aber auch an der ukrainischen Grenze aufgefahren werden. Schaut hin. Die einzige Lebensversicherung, die wir haben, ist Frieden. China macht auch mit, ja. Schaut euch die Finanzblase an in Asien, die kurz vorm Platzen ist. Schaut euch an, warum unser Bargeld abgeschafft werden soll. Ja. Schaut euch an, was Wagenknecht, die nenne ich jetzt mal ganz gerne hier in dem Kontext, bereits im öffentlichen Fernsehen gesagt hat. Wenn unsere Banken crashen, bleiben uns offiziell noch 40 Euro. Und anhand von Griechenland, also jedem Menschen noch 40 Euro, egal welche Anlagen er vorher hatte. Und wenn wir die Menschen in Griechenland anschauen, die sich nicht mal mehr die simpelsten Medikamente leisten können, die auf Spenden angewiesen sind, dann wissen wir doch spätestens seit den Bankenrettungen, dass Banken gerettet werden. Wir leben mitten
im Faschismus. Faschismus ist, wenn die Großkonzerne die Politik lenken. Wir leben mitten im Faschismus. Unsere Banken retten andere Banken. Und ein George Soros aus den USA spekuliert nebenbei auf den Untergang der Deutschen Bank 1 Milliarde Euro. Ich habe gerade gesagt, der Faschismus ist, wenn Großkonzerne die Politik lenken. Ein Beispiel: Starbucks zahlt in Deutschland keinen Cent Gewerbesteuer. Nicht nur in Deutschland, nicht auch in Europa nicht. Das Geld, was wir hier bei Starbucks ausgeben, als ein Beispiel, ja, da gehört aber auch Amazon dazu und andere Firmen, wird in Steueroasen gebracht. Und dieses Geld wird uns in unserer Haushaltskasse entzogen und alleine in Deutschland, das ist in ganz Europa der Fall, aber allein in Deutschland entgeht unsere Haushaltskasse dadurch jährlich 100 Milliarden Euro. Und auf der anderen Seite wird gegen Hartz-IV-Empfänger geschimpft. Kann es sein? Wir haben 100 Milliarden Euro übrig, um Großkonzernen den Hintern auszuwischen und schenken das Geld einfach weg und haben auf der anderen Seite nichts Besseres zu tun, als gegen die Ärmsten der Ärmsten im Land zu wettern. Wir sind alle mit beteiligt und jeder kann etwas tun. Frieden ist die einzige Alternative, die wir haben, und sie ist für alle Menschen gleichermaßen überlebenswichtig. Mach doch lieber jetzt den Mund auf. Es ist nicht 11:55, es ist 15 Minuten, Minimum 15 Minuten nach 12. Ich habe das letztes Jahr gesagt, am 3.10. und ich sage es jetzt wieder. Die Weltzeituhr stand zur Zeit der Kuba-Krise auf 3 Minuten vor 12. Aktuell steht sie auf 2 Minuten vor 12. Wir waren nie näher an einem dritten Weltkrieg, als wir es heute sind. Und in diesem Krieg werden alle Menschen gleichermaßen, ganz egal wo sie herkommen, als Bombenfutter verschachert. Im Nahen Osten sterben aktuell 90% der Zivilbevölkerung und werden von uns als Kollateralschaden, und von uns, damit meine ich den Westen, als Kollateralschaden abgetan. Unsere Waffen morden Menschen. Der Funk, der in Rammstein zur Verfügung gestellt wird, ermöglicht es den USA erst, den völkerrechtswidrigen Drohnenkrieg zu führen. Mensch, pass auf, du bist umzingelt. Und dank Uranmunition sogar nachhaltig. Übergebt mal. Ja, dank Uranmunition geschieht das Ganze auch extrem nachhaltig. Ja, wie viele Millionen von Opfern letztendlich dieser Irakkrieg geführt hat. Ekelhaft. Und das alles nur, weil wir es dulden, weil wir wegsehen, weil es zu unbequem ist, am schönen sonnigen Wochenende mal drüber nachzudenken und zu reden. Ich möchte noch eine kleine Sache anhängen, die da auch ganz wichtig ist in dem Kontext. Aber kurz fassen. Es ist ganz kurz. Ja. Ist euch eigentlich aufgefallen, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie es sein kann, dass in den USA die Wahl zwischen Pest und Cholera deklariert worden ist? Wie kann das in einer Demokratie sein? Und wie kann es sein, dass in Deutschland hunderttausende Menschen gegen TTIP und CETA auf die Straße gehen und eben jene Gewerkschaften, alle die Parteien, die dagegen demonstriert haben, in dem Moment, als Sigmar Gabriel CETA durchgewunken hat, was gleichzeitig auch TTIP legitimiert hat, ja, dass da keine Massenproteste im Anschluss waren, eben von jenen Gewerkschaften. Überlegt euch, wie demokratisch das noch ist, was hier abläuft. Ich sag's nochmal, wir leben mitten im Faschismus, und Faschismus bedeutet, dass die Großkonzerne und Banken die Politik lenken. Das beste Beispiel ist dafür in jüngerer Zeit CETA.